Hallo, hier ist die Kerstin. Ich hoffe, es geht dir gut. Dieses ist ein Abschiedsvideo und damit auch ein Start in einen neuen Lebensabschnitt. Du siehst mich hier an einem meiner Lieblingsplätze am Zürichsee. Es ist ein traumhafter Tag heute, hier im Strandbad in Männedorf. An der Goldküste, das ist das Ostufer des Zürichsees. Wir haben hier wunderbare Abendsonne und darum nennt man es Goldküste. Und ja, die Schönheit dieser Gegend hat viele Menschen, die auch recht wohlhabend sind, angezogen. Und so ist das aus mehreren Gründen hier eine Goldküste. Und für mich war es jetzt 5 Jahre lang mein Zuhause. Und wenn du meinen YouTube-Kanal abonniert hast und einige Videos von mir gesehen hast, dann weißt du, dass ich viel in diesem wunderbaren See und am See ja, genau. Und ja, ich habe ganz, ganz viele schöne Erinnerungen hier getankt. Unter anderem habe ich die Seeüberquerung gemacht. Über den See bin ich geschwommen im Sommer. Das war ein organisiertes Abenteuer mit Begleitbooten und das war unvergesslich. Ein Traumtag mit warmem, klarem Wasser und es war richtig, richtig fun. Ja, und ansonsten bin ich mit meinem Stand-up-Paddleboard unterwegs gewesen diesen Sommer. Ich habe immer wieder Kraft gesucht hier am See und auch bei diesen Platanen. Hier ist so eine Vierergruppe aus Platanen, die hast du auch schon gesehen bei mir. Einfach am Wasser sein, das ist meine Kraftquelle und deshalb bin ich heute auch noch mal da. Denn es gibt ganz, ganz viele Emotionen, die jetzt in mir durcheinander wirbeln. Es sind insgesamt 33 Jahre, dass ich jetzt in der Schweiz wohne. 1989, stell dir vor, bin ich ausgewandert von Hamburg in die Schweiz und habe an verschiedenen Orten in verschiedenen Kantonen gewohnt, habe ganz viel Verschiedenes erlebt, habe verschiedene berufliche Orientierungen auch gehabt. Gestartet bin ich als Schulmedizinerin, als Ärztin und dann bin ich über die Homöopathie in die Spiritualität gegangen. Ich versuchte hier immer noch ein bisschen mehr Sonne einzufangen. Ja, und jetzt bin ich vor allem als Heilerin, ich bin mit Access Consciousness unterwegs, mit dem Healy, mit dem Frequenzgerät und nenne mich selbst Ärztin der neuen Zeit und begleite mit wirklich großer Freude Menschen, auch mit meinen YouTube-Videos in die Energie der neuen Zeit. Also immer wieder ständige Veränderungen bei mir. Mein Sternzeichen ist Zwilling. Ich bin am 5. Juni geboren. 5 ist ja auch die Zahl, die eine große Energie der Veränderung in sich trägt. Und so bin ich immer wieder auch auf Reisen und wechsle meinen Wohnort. Und jetzt, wie gesagt, nach 5 Jahren hier an der Goldküste ist es mal wieder Zeit für eine Veränderung. Und so ist dies heute mein Abschied hier vom Zürichsee. Wenn ich auch noch bis Ende Februar hier bin, ich gebe Ende Februar meine Wohnung ab. Und werde dann noch ein paar Tage in Hamburg sein bei meiner Familie und bin dann ab März an meinem neuen Wohnort. Wut, wut! Und dieser neue Wohnort hat ganz viel Strand, hat ganz viel Sonne, hat Meer und liegt auf Fuerteventura, auf den Kanarischen Inseln. Und ich freue mich richtig, richtig groß, da neu anzufangen. Ich war ehrlich gesagt noch nie auf der Insel. Das wird dich jetzt wahrscheinlich erstaunen und ich bin über das Staunen hinweg, als meine innere Stimme mir gesagt hat: Geh auf die Kanarischen Inseln, da bist du in deiner Kraft. Und das möchte ich sein. Darum geht's in dieser Zeit des Erwachens, in dieser Zeit, in der wir in ein neues Zeitalter gehen, in der wir die neue Erde kreieren. Dürfen wir alle genau hinschauen, was gibt uns am meisten Kraft? Wo sind wir zu Hause? Und das kann ein Ort sein, der sich da meldet. Hupsa!
Treppen sind riskant, wenn man nicht hinschaut. Es kann ein Ort sein, wo du in deiner Kraft bist. Es kann eine Tätigkeit sein. Es können Freunde sein. Es kann Verschiedenes sein, wo du dich in deiner Kraft fühlst. Die Einladung ist jedenfalls für uns alle die gleiche. Wirf das ab, was nicht mehr deiner Energie entspricht und was dich nicht mehr unterstützt und fördert und ermächtigt. Und ja, suche das aus gezielt, was dich ermächtigt, was dir Kraft gibt. Denn wir brauchen ganz viele leuchtende Menschen, um die neue Welt zu erschaffen, das neue goldene Zeitalter. Und für mich ist das ganz klar die Energie des Meeres. So schön es hier auch ist. Danke, 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 Zürichsee. Ich bin wirklich sehr dankbar und ich versuche immer noch die Sonne zu zeigen. Aber es ist alles so hell hier. Ich sehe sowieso gar nicht so viel. Naja, Hauptsache man sieht jetzt im Moment mal mich. Denn ja, es ist eine Abschiedsbotschaft von mir zu dir. Und auch ein Dank, dass du mit mir zusammen unterwegs bist auf dieser aufregenden Reise. Ein Dank, dass du meinen YouTube-Kanal verfolgst, abonniert hast, meine Videos likest und gern auch teilst. Ich werde ganz sicher weiter Videos machen. Videos mit der Botschaft von Inspiration, mit der Botschaft, du bist genau richtig, so wie du bist. Und vertraue deiner inneren Stimme, geh deinen ganz persönlichen Seelenweg. Und sei durch deine Einzigartigkeit eine Riesenbereicherung für diese Welt. Ja, ich denke, wenn wir so in unserer Kraft sind, wenn wir wirklich immer mehr wir sind, dann erleben wir auch immer mehr Gesundheit, erleben immer mehr finanzielle Fülle, Erfüllung, gesunde Beziehungen, Liebe und all das, was wir uns schon so lange wünschen. Alles beginnt in uns. Alles beginnt auch in dir. Und vielleicht inspiriert dich meine mutige Entscheidung, auch Schritte zu unternehmen in deinem Leben, dich zu trennen von Altem, damit Platz ist für Neues. Und denk immer daran, du bist Teil der Natur, so wie hier der See. Es kommen gerade die Wellen rein, die Wellen kommen und gehen. Und so ist das im Leben als Mensch auch auf der Erde. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Ganz organisch. Veränderung bedeutet Leben. Und ich möchte dich ermutigen, inspirieren. Erlaube dir Veränderungen. Sei mutig. Ich gehe ohne Gepäck. Ich nehme einfach 1-2 Koffer mit. Ich weiß es noch nicht genau, aber mehr nicht. Der Rest ist alles weg. Es ist ein Neubeginn. Und ich werde dich ganz sicher teilhaben lassen daran. Und freue mich jetzt schon auf die vielen, vielen, vielen Videogrüße vom Meer, von Fuerteventura. Und ich hoffe, du bist weiter mit mir unterwegs. Und grüße dich jetzt ganz, ganz herzlich hier mit diesem Licht, mit dieser Energie der Goldküste. Möge auch Fülle zu dir kommen, in jeder Form, die du dir wünschst. Ja, sei ganz herzlich umarmt. Mir geht's gut, ich bin happy und ich möchte diese Happiness, dieses Glücksgefühl, dieses befreite Gefühl jetzt auch zu dir rüber beamen. Bis bald, ich melde mich. Tschüss, deine Kerstin.